Ja, es ist ein interessantes Zusammentreffen, dass wir quasi für die Koalitionsverhandlungen für die deutsche Bundesregierung als Hintergrundmusik die Klimadebatte haben, nicht? Und ich glaube, die Botschaft ist absolut klar. Wenn wir Deutschland zusammen mit Fidschi jetzt die Weltklimakonferenz ausrichten, um ja auch letztendlich Solidarität, ja, mit anderen Ländern zu signalisieren, dann müssen wir in unserer nationalen Politik ehrgeizigere Schritte tun, als wir sie bisher getan haben. Das heißt, wir müssen das 2020er Klimaziel ernst nehmen, uns zumindest ein gutes Stück in die Richtung bewegen. Und dann müssen wir das 2030er Ziel auf jeden Fall erreichen. Also klimaphysikalisch gesprochen ist es so, dass wir im Grunde genommen ein begrenztes Budget zur Verfügung haben. Man kann zeigen, dass eine Erwärmung von 2 Grad, die ja möglichst ausgeschlossen werden soll, bedeutet, dass man 600 bis 800 Milliarden Tonnen CO2 zur Verfügung hat, für die ganze Menschheit, für den Rest des Jahrhunderts auszugeben sozusagen. Das ist quasi ein endlicher Kohlenstoffkredit bei der Natur. Und wenn wir, Sie haben einen Kredit bei einer Bank und Sie heben gleich am ersten Tag die Hälfte ab sozusagen, nicht? Dann ist klar, dass Sie später nicht mehr viel ausgeben können. Im Augenblick ist es so, dass wir viel zu viel täglich abheben oder jährlich abheben von diesem Kredit. Und je sparsamer wir jetzt umgehen, ne, desto mehr Spielraum haben wir später. Warum? Weil die Dekarbonisierung, wie wir das nennen, ja letztlich eine große Transformation der gesamten Weltwirtschaft bedeutet. Ja? Weg von den Fossilen, weg von der Massentierhaltung, weg von der Rodung von Urwäldern und so weiter, nicht? Und je schneller wir in diesen Transformationsprozess einsteigen, desto ja, humaner können wir den Prozess gestalten, ne? Sozial, ökonomisch, technisch in diesem Fall. Was überall zu greifen ist, und zwar in allen Regionen, ist natürlich die Erwärmung der Erdoberfläche. Ich war selbst in Italien in der Zeit, ja, habe eine Hitzewelle, die beispiellos war, auf dem Balkan, auf der Iberischen Halbinsel. Folge Waldbrände zum Beispiel. Der Meeresspiegel steigt ganz klar an. In Venedig haben sie immer öfters Aqua Alta, also Überflutung des Markusplatzes und so weiter. Die Intensität der tropischen Stürme in der Karibik. Wir haben sogar einen Hurrikan, der diesmal bis nach Irland gekommen ist, als Sturm dann in diesem Fall. Eigentlich sind die Zeichen an der Wand immer klarer zu lesen in diesem Fall.